So, bin wieder da, weiter geht's. Erstmal Ansprüche fingieren an in England. Wie viele Truppen hat England eigentlich? Weiß das der Schotte? Schottland, Müsste ja ey. Wo eigentlich ist denn noch. der Schotte? Der. Channel switched. Ey, ey, kann der Schotte mal kurz vorbeikommen? Wohin denn? In den Achsenmächten-Channel. Okay. Oh Gott, lag. User joined your channel. Hi. Weißt du, wie viele Truppen England hat? Nein, leider nicht. Aber es sollte noch sehr wenig Rekrutenreserve haben. Aber so 20.000 hat Ja, es, weil glaube ich ich, hatte, war bestimmt kurz gehabt. davor, England den Krieg zu erklären, aber ich weiß nicht, wie viele Truppen die haben. Ich Oh, glaube. das Chinesische Reich habe ich jetzt auch. Ich glaube, das waren 20.000, wo ich das letzte Mal sie gesehen habe. 20.000 Mann. Ja. Ich habe jetzt das Wann Chinesische kämpfst du Reich denn? entdeckt. Wann kämpfst du denn wieder gegen die? 30. Okay. Ich habe nämlich noch bis Mai 30 Waffenstillstand. Leider. Daran hapert es dann immer, ne? Ja. Mann, der Österreicher baut nur Scheiße im Reich. Er wird von Preußen missbraucht. Ja, nicht nur das, der macht das Reich so kaputt, dass ich nicht Kaiser werden kann. Aber er kriegt halt keine Vorteile dadurch, weil auch er alles kaputt macht. Rasche Grenze zu Trier, das ist schon Vasall. Pfalz, Vasall. Guck doch, dass du dich bei Böhmen einschleimst. Ich kann Böhmen jederzeit Bündnis anbieten. Ja, mach das Aber doch. warum soll. Das Dann wäre rufen voll nämlich den schön. Krieg gegen die. Böhmen ist uninteressant. Du musst entweder Köln, Mainz Ach oder so, die werden Sachsen schon wieder. Oh, toll, überzeugen. die werden schon wieder von Ja, Österreich da kommen angegriffen. 15.000 Preußen, kommen da an, marschiert. Ich hab's Ja, gerade aber guck gesehen. dir mal die preußische Idee an. Das hat noch ihr gerade nur die erste Idee durch. Ja, ich Also von weiß, Preußen. der ist Das noch nicht ist so scheiße. stark. Naja, und ich bezweifle, dass der das so schnell Nein, aber gibt. ich will ihn nicht gegen mich aufhetzen. Noch sind alle sauer auf den Osmanen, weil der sich nicht an Verträge hält. Dann werde ich jetzt keine Leute hier angreifen. Greift den Osman an. Ah ja, und wie soll ich das anstellen? Über Kastilien. Mit Kastilien in Moskau? Du bist dabei, ja? Die Krim erobern. Ja. Ja. Also zumindest Tyn und Azov am Anfang, damit du einen Meereszugang da unten hast. Ja gut, dann haben wir den Osmanen. Da haben wir den Russen ja schon drin in dem Bündnis gegen den Osmanen. So. Wir können, ich würde es so machen, dass wir beide den Osmanen angreifen und dann der Russe den Osmanen angreift. Und dann, ja. Nee, ich würde keine Separatkriege machen. Okay. Aber was diese Frage ist halt, wie Florenz da steht. Ja, den machen Ja. wir mal auf platt. Florenz hat 20.000 Mann, das kann so nix. Ja, die überrenne ich, aber das ist halt, das kostet Zeit. Soll's aber. Savoy nicht in der Lage sind, Florenz kaputt zu machen. Ich kann leider nicht sehen, wie ich da Och Mann, schaffe. Armee-Professionalität ist so toll. Und Ja. Armee-Drill. Cool. Meine Armee hat 81 Armee drin. Das ist auch so komisch. Mein Einheitenlimit schwankt ganze Zeit von 47 auf 43. Interessant. Will gerne Glaube kleine nicht Länder reizvoll. angreifen, aber Ja, ich hab da noch von reichlich, ne? kriege ich Im wieder. Ja, Osten. dann kriege ich halt Monsterkoalition, weil ich nicht mehr in der Kirche bin. Ja, ich kümmere mich doch drum, habe ich doch gesagt. Worum es Wieso bist du geht. denn mehr in der Kirche? Du bist doch katholisch. Ich bin Oder nicht außer. Ich bin separat. exkommuniziert. Ach so, Warum auch immer. ja, ich werde dich dann wieder in die Kirche holen, sobald ich wieder. Danke. Sobald ich Oberhaupt der Kirche bin. Also der Kirchenstaat mag dich. Kann leider nicht sehen, wer Papst ist. Alter, der Kirchenstaat hat wieder 31%. Ich habe Ja. 70 Punkte investiert. Mann.
Ich werde auch noch mehr investieren, weil... Ha! Ha! Jawohl, so, jetzt geht's denn? Los. Die haben Baden geklatscht gerade. Ja. Ja, die haben gerade das Elsass freigelassen. Und so, die haben gerade Baden geklatscht. Ja, Österreich hat gerade... Die haben jetzt Separatfrieden mit Baden gemacht und dem erstmal Provinz weggenommen. Jawohl, dankeschön. Das heißt, die Österreicher hassen jetzt wieder alle. Nee, so nicht. Die wählen, ja, die wählen weiter fleißig Österreich. Warum hat der Preuße die ganze Westprovinz von Böhmen besetzt? Ich hab keine Ahnung. Wenn's der Preuße ist, dann ist er dem Österreicher nicht abgeben will. Ich weiß auch warum, weil Oreo Angst vor dem Österreicher hat, weil Terra ja den Österreicher gegen Oreo aufstachelt. Weil ich riskiere, ein bisschen aggressive Expansion beim Osmanen zu kriegen. Nein. Das ist doch egal, ob du aggressive Expansion hast. Ja, das ist egal. Also nicht so, dass du eine Koalition kriegst, dann nicht. Also ich würde dann Kazan, Krim und Nurgal bekommen noch dazu. Nein, nein, auf keinen Fall eine Koalition. Du hattest schon mal eine. Übertreib's nicht immer so. Wenn es nur drei Länder sind, also, Kazan... so kann ich den... kriege ich den Osman denk, nicht. Denk lieber... also ich würde lieber eine Provinz weniger nehmen, aber dafür halt dann lieber mehr Geld auspressen oder so. Aber er macht halt ja Krieg mit Kazan, dass er die können... Ja, ich werde so mir erstmal hier so eine schöne Linie ziehen, dass der... Herr feine Osman nichts bekommt. Mhm. Oder noch machst du einfach die Krim platt, dann... kommt die Anime. Vor allem Kazan hat Tributstaate. Das spielt jetzt schon China. Patrick, ich werde dann als nächstes hier diese mittelamerikanische Inselgruppe da kolonisieren. Mittelamerikanische Inselgruppe? Ja, da vorne hier, das ist die Karibik da. Ey! Das war mein Zuspruch. Du kriegst schon Afrika, Südamerika. Ich wollte doch den Ring um die Karibik schließen. Dann bitte kolonisier das möglichst schnell, damit wir den Handel von da aus weiter umleiten können. Weißt du? Ja, ich kann nicht schneller. Ich habe nur zwei Kolonisten. Ich hol mir auch noch eine Decker-Idee. Was für ein Land spielst du denn? Achso, du spielst... So, krieg es durch. Ja, ich spiel zur Zeit noch Schottland. Warum hat der Preuße Erz und Iger bekommen? Was macht der Österreicher denn da? Warum hast du denn nicht Schlesien genommen? Das ist doch viel wertvoller. Wenn ich Schlesien genommen hätte, dann hätte ich eine Koalition mit Litauen bekommen. Das war mir zu riskant. Oh, wow. Übrigens, Osman ist im Krieg mit Polen. Wow. Also, Osman ist im Krieg mit Polen. Ja, wenn ihr angreifen wollt, dann jetzt, Leute. Ich bin bereit. Meine Truppen stehen bereit. Ist im Krieg mit Polen und Litauen. Echt? Ja. Gut, von mir aus. Also, wenn dann ich könnte dann später dazu stoßen. Also. Ich brauche aber Zugang erst bei Portugal, bevor ich da hinkommen kann. Und ich muss erst durch die halbe Welt marschieren. Patrick, marschier schon mal nach da unten. Ah, warte, was ist mit dem Florenz-Typ? Ich stelle 30.000 Mann erstmal nach Italien ab. Kannst du dich noch mit irgendwem vorher verbünden oder so? Ich? Ja. Ja, das macht doch eh keinen Sinn mit der KI. Da brauchst du auch eh nur 10 Gefälligkeiten. Obwohl, wenn wir ihn jetzt angreifen würden, hätte er auch noch Polen-Litauen als Feind. Ja, meine ich ja. Ja, das meinen wir ja. Also, das wäre jetzt eure Chance. Dann könnt ihr auch nichts von Polen-Litauen sehen. Ja, dann... Kastilien geht nach Süden, Russland greift an und ich stelle mich erstmal... Ja, dann mach das so schnell wie geht. Verzicht doch lieber auf die Provinzen da unten. Das ist doch alles scheißegal. Das ist eh nur Timbuktu. Ja. Und der Russe stellt, muss auch so schnell wie möglich Krieg jetzt, Frieden schließen. So schnell wie es geht. Warte kurz. Mach ich das mal so wie die anderen auch immer. Immer schön Pause drücken, genau. Ja. Ja, du, gerade, Fuchin, oder in der PU, sehr sorry, aber da war halt schon wichtig eigentlich. Das war einfach nur traurig. Ja, und wichtig. So, ich schieße. Wie sieht es aus mit der Flotte? Übrigens, Iron, du meinst ja, die schlesischen Provinzen wären wertvoller. Die zwei Provinzen, eine davon ist erstens Gold und eine davon Glas und zweitens haben die mehr entwickelt. Ja, ich verstehe das schon, aber der Border Gore ist eine Katastrophe, den ihr da macht. Der Grenzverlauf wird eure Beziehungen so in den Keller drücken. Ja, der Grenzverlauf ist, ich krieg Schlesien. Nein, darum geht's nicht. Der Grenzverlauf, wie er dann ist, das wird eine Katastrophe sein. Je länger eure gemeinsame Grenze ist, desto schlimmer wird's. Ja, ich hab das verloren. Also Preußen hat eh vorne. Wie viele Schiffe hast du eigentlich, Sebastian? Ich? Wir müssen mal was gegen Flotte gucken, bitte. Ich könnte noch 8. Na, ja, warte.
Drei Kriegsschiffe, aber warte doch mal ganz kurz. Ich bin jetzt bei 94% durch Argon. Ich will doch nur kurz. Und dann habe ich nämlich genügend Transporter. Gut, ich will nur wissen, wie deine Flottenmoral ist. Meine Flottenmoral ist. Nein, jetzt nicht. 3,15 Flotten. Gut, wie viel Flottentradition hast du? Gibt's das? Marinetradition, ja? Ja, Marinetradition habe ich 32. Gut, ich werde die Flotte stellen und einen Admiral bauen. Okay, gut. Du musst dann deine Flotte meiner anschließen. Ich kann dir vergammeltes Schiff schenken. Was für ein vergammeltes Schiff? Ein Kriegsschiff oder? Bark. Eine Bark? Ja, wenn du mir schenken willst, hey damit. Ich baue gerade noch Barken. Und Schlachtschiffe. Meine Truppen schicke ich schon mal Richtung Italien. Was ist mit Florenz passiert? Der ist zu Toskana mutiert. Was? Es ist Toskana. Oh ja. Jetzt ist er auch ein Königreich, glaube ich, ne? Also. Ja, schön für ihn. So, Schiffe verkaufen. Null. Eine Bark. Du musst sie aber vor meine Küste stellen, ne? Sonst geht das nicht. Meine Schiffe? Nein, deine Schiffe musst du dann später bei Aragorn oben parken. Ich stelle meine Flotte da unten bei der Provence ab. Jo, wird gemacht. 16 Schiffe, mehr habe ich gerade nicht. Ich muss gucken, ob ich irgendwo Schiffe habe. Ich glaube, da sind 10 Schiffe. Schade, dass ich die Admiräle nicht von Aragorn kriege, weil ich 3-3-2. Noname hetzt jetzt auch schon gegen mich. Ja, was? Noname hat jetzt gerade schon. Oreo und Schottland, wie viel Geld habt ihr gerade? 250. Gut, spart das mal, weil es kann sein, dass ich mir bei euch Geld leihen muss. Hey, weniger Flotten. Notfalls wäre ich dabei, aber ich kann euch auch das kann ich nicht machen. Das funktioniert so nicht. Ich habe auch selber was sagen. Dann macht ihr dann zwei separate Kriege. Nein. Okay. Wenn es geht nicht. So, also, wer macht denn dann Krieg? Ich denke mal Kastilien macht Krieg. Dann will ich jetzt schon mal das Bündnis machen, oder? Oder kurz bevor Krieg, das würde dann Kastilien macht dann Krieg, ja. Kastilien muss das Bündnis mit Moskau schließen. Aber wie gesagt, Kastilien entscheidet, wann es losgeht. Ja, das ist bei 5%, 5% fehlt noch, da habe ich Aragorn integriert. Litauen dann hat 200 Dukaten Schulden. Ja, gut, das ist ich. Gut. Die sind ja noch im Krieg, ja genau. Martidi. Ach, du musst hier Geschenk senden. Nein, Schulden übernehmen. Du bist Großmacht. Du kannst die Schulden übernehmen. Nee, kann ich nicht, weil es eine andere Großmacht ist, oder? Noch nee, kannst du Schulden kann übernehmen, doch kann ich. Was ist Litauen ist Großmacht? Nee. Übrigens, Leute, ich bin gleich auch Großmacht. Jetzt geht's los, ey. Totaler Krieg. Totaler. Also, was ist eigentlich unser Kriegsziel? Also, wir wollen da unten die beiden Provinzen haben und wir wollen, dass der Russen mehr Zugang bekommt, richtig? Theodoro. Ja, vier Provinzen wollen wir haben, genau. Und dann wahrscheinlich noch die Krim. Nee, erstmal nur vier Provinzen. Mehr können wir wahrscheinlich sowieso nicht nehmen, weil wir ja nur einen Friedensvertrag schließen dürfen. Ja, stimmt auch wieder. Ja. Naja, passt schon, nehmt euch erstmal. Okay, die Toskana wurde gegründet. Aha. Ja, das haben wir schon. Das haben wir schon mitgekriegt, ja. Ich noch nicht, ich war gerade im Krieg mit Böhmen, wie gesagt. Da bräuchte man Mamelucken aber auch nicht mehr garantieren. Dann kann er denen auch schon den Krieg erklären. Wie weit ist eigentlich. Ich muss gerade mal was gucken. Wie lange dauert das eigentlich, bis der Papst. Also, ich werde Papst, wenn der Papst stirbt, ne? Ja. Toll, der ist erst 58, das dauert noch. Das dauert zu lange, scheiß drauf. Ja. Wir können das im Nachhinein immer noch machen mit dem Heiligen Krieg. Ja, das könnt ihr im Zweiten Krieg machen und im Zweiten Krieg wäre ich dann auch dabei. Dann bin ich auch stärker. Wir wollen keinen Dauerkrieg gegen den Osmanen, wir wollen nur unser Vertragsrecht einfordern. Ja. Das wird ein zweiter Krieg höchstwahrscheinlich. So, zack. Es gibt nur noch ein Reformationszentrum von Protestantisch. Das ist bei mir. Ja. Das in England wurde leider kaputt gemacht. Eigentlich wollte ich in England landen, aber ich scheiße das nicht auf England. Ich kann hier jetzt ein Event machen, dass ich jetzt 200 Dukaten plus bekomme, soll ich machen? Ja. Wir brauchen jeden Cent. Bitte, okay, was? Der Österreicher wird. Ich habe halt nur 21.000 Reserven jetzt, ne, durch den Krieg. Ja, ich habe noch 120.000, also. Zur Not. Wie ist das denn jetzt passiert? Du musst halt mit mir da unten was die Hauptfront stellen, Patrick. Ich hab mir 11.000 Mann geweibt.
Deine 11.000 Mann oder seine? Nein, ich hab die! Oh Gott, ich dachte gerade. Dann mach doch nicht so eine Panik. Vielleicht noch mal von Aragorn was dazu. Ich weiß nicht, vielleicht auch. Ja, vielleicht, wenn wir Glück haben, kriegen wir das Event Freunde in Not. Dann schenke ich dir einfach 20, 30.000 Rekruten. Sehr gut. Die Frage ist halt, wie Florenz dann steht. Also, wenn ich 30.000 Mann nach Florenz stelle. Toskana. Meinst du Toskana? Toskana, ja. Ja. Du kannst die auch von mir aus bei Neapel unten abstellen und dann kannst du nicht, dann hast, kannst du dich direkt drauf marschieren. Das ist eine gute Idee. Du kannst ja schon mal nach Neapel fahren. Da muss ich aber bei Neapel erstmal Militärzugang erbitten. Musst du das nicht nur bei. Musst du das nicht. Nein, das muss ich bei ihm machen. Bavoyen hat mich als Rivalen bestimmt. Interessant. Ach, ich habe sie auch als Rivalen, lol. Und 30.000 stelle ich nach Florenz an die Grenze. Mal gucken, ob er, was er dann macht. Also ich habe jetzt 36.000 Mann hier. Ich würde es nicht, Iron, ich würde es vielleicht nicht direkt an die Grenze machen, weil dann wird No Name Blut wittern und Terra gleich Bescheid sagen. Ja, ich stelle sie nicht an die Grenze. Ja, Salerno vielleicht. Salerno, sorry. Ja, stell dich nach Salerno. So, Moskau hat sich wieder mal vergrößert. Weil, Sehr gut. Moskau, wie viele Rekrutenreserven hast du? 43.000. Das ist noch okay, ja. Die wirst du auch brauchen. Ich denk mal eher, dass der Osmane sich auf Kinto konzentriert. Sehr wahrscheinlich. Ja, weil, der Osmane sowieso bei Kinto oben ist schon. Mit seinen Truppen. Ja, der hat auch gegen mich die ganze Zeit gehetzt. Ja, der, weil ich hab... der halt bei gegen Polen und Litauen fightet, was? Achso, ja. Deswegen würde ich jetzt sagen, schnell, schnell, schnell Krieg. Plus 26. Ja gut, ja. Ich muss erst meine Armee verschiffen, also ich brauche noch mindestens... Wir können im Frühjahr angreifen. Ja. Kommt auch an, wie lange Polen jetzt durchhält. Können ja also Polen... die haben noch nicht viel Polen. Die haben auch, genau, die haben auch keine Schulden, also... Läuft ja, ich habe auch die Schulden von Litauen übernommen. Ja, die können wieder also Söldner pumpen. Polen ist an sich eigentlich noch recht stark. Gut. Weil es halt mit Litauen verbündet ist. Das wäre einfach lustig, wenn der Osmane gegen Polen Litauen verlieren würde. Ja, durch unseren Krieg dann und dann Provinzen an Polen Litauen abgeben muss. Boah, das finde ich richtig gut. Die wäre nach Hause vielleicht oder so. Ich, warte mal, ich mache auch bei Portugal Zugang. Und hey, schicke 20.000 Mann mit zu dir runter an die Osmanenfront. Ja, sehr gut. Ach so, bei King Gibraltar, okay, alles klar. Bisschen Stabilität verloren. Kann ich nicht dem Adel. Terra wird dann sauer werden. Ja, Terra wird sauer werden. Das ist mir aber egal, hat er Pech gehabt. Und wenn Terra die beiden band, ne, dann verliert er seinen Mod-Status. Und dann bin ich eigentlich mal richtig glücklich. Das werde ich dann nicht so gegen die Leute hier hetzen, das ist alles nee, nur ein Spiel. Aber nur... Das darf nur das. Die sollen sich alle mal wieder ein bisschen beruhigen. Weil er sich scheiße verhält in letzter Zeit. Nur das Propaganda-Ministerium darf hetzen. Genau. Ja, zack. Na, was oh, hallo hetzen? Rebellen. Das darfst du aber nur. Das ist doch kein Hetze, du. Genau, das darfst du nur im Stream machen. Wie lange brauchst du noch für Aragorn? Ich bin jetzt bei 99,3%. Gut, dann dauert's nicht mehr lange. Oh ja. Lol, soll ich ein bisschen... April. Ich könnte jetzt Polen eine Sachen geben. Halt, mal Truppen. Nein, die brauchst du gleich selber. Iron? Ja? Bekomme ich vielleicht, eine Karte von dir? Ich will ein bisschen mehr sehen. Da fällt ich 10 Prestige. Nein, ich brauche das. Ich hab nur 60. Okay. Alles gut. Alles klar. Ich habe auch nur 89. Naja, Prestige ist für mich voll wichtig. Das kann ich nicht abgeben. Ja klar, jetzt vor dem Krieg eh nicht. Das stimmt alles. Weil ich brauche das für die Staatsehen. So, also ich habe jetzt, ja, 38.000 Mann in Süditalien. Nur mein Einkommen ist so gesunken. Wie viel hast du denn jetzt? Die Kolonien kosten mich so viel Geld. Ich muss das Kolonienwachstum runterdrehen. Ich gebe 22 Dukaten für die Armee aus. Ja gut, das ist normal. Wobei pro Monat schalte ich immer mehr hier Dings frei. Also. Was? Du gibst so 22 für die Armee aus? Ja. Okay. Oh, wie viel gebe ich denn für die Armee aus? Ich habe zu viele Truppen auf dem Feld. Ich gebe 9 für die Armee aus. Ich hab grad mal 20.000. Da laufen hinter meiner Armee 7.000 Mann rum bei Oran.
Ja. Marokko links, wenn du da was auflösen kannst. Ja, ich habe hier gerade was aufgelöst. Ich habe jetzt nämlich Aragorn integriert. Oh, schön. Und jetzt geht's hier richtig rund. Wirst du jetzt instant Spanien? Bringt es hier Boni? Ja, ich werde jetzt Spanien. Spanien, erste Amtshandlung als spanischer König. Krieg. So. Noch zwei Tests, dann bin ich auch das russische Reich. Dreieckshandlung. So, Spanien. Warte, noch jetzt zwei Tests? Los. Ja. Alter! Du hängst aber zurück, du. Das ist aber normal als Russen. Wie sieht's mit unserem Militärtag aus? Wir hinken eine Stufe hinter dem Osmanen, ne? Echt? Ja. Ja. Und Florenz ist auf gleicher Höhe. Wie wir? Ja. Ja. Okay, kann ich tecken? Nee, das dauert noch ein bisschen. England ist noch. Egal, wenn du kannst, los geht's. Ja. Jetzt war ich auch sieben. Polen ist gleich besetzt. Spanien. Jo, Patrick, bist du schon unten mit deinen. Ich stehe bei deinen Männern und ich bin bereit. Du musst das Bündnis mit Moskau machen. Stopp, stopp, stopp. Du musst das Bündnis. Ich hab das mit Moskau gemacht. Hab ich gemacht. Ihr habt jetzt ein Bündnis, ja. Dann. So, gut, warte kurz. Osmanische Truppen vor Berlin. Oh Leute, gleich geht's. Warte, ich muss mal ganz gucken, wie der Part ist. Dann schön Feuer beenden, bevor es losgeht. Ja, ich renne jetzt mit runter. Direkt an die Grenze. Ich habe jetzt 510 Dukaten.